wir erleben es immer häufiger. Mächtige Menschen, die nach unten treten. Aber die Avengers waren anders. Daran habe ich fest geglaubt. Ich denke, das alles ist aus einem guten Grund passiert. Vielleicht habe ich darauf immer gewartet. Vielleicht bin ich endlich Teil von etwas Größerem. Abu, siehst du? Wurde auch Zeit. Oh, diese Sitze sind vielleicht unbequem. Sie ist wunderschön. Wieso heißt sie Golden Gate Bridge, wenn sie gar nicht aus Gold ist? So viele andere Kids. Und bestimmt sind ihre Geschichten alle super. Wettbewerb ist etwas, das uns stark macht. Und wenn Ihnen meine Geschichte nicht gefällt? Wenn sie nicht reinpasst? Sie muss perfekt sein, weißt du? Bei deiner Geburt, da meinte dein Bruder, du hättest coole Augen. Was? Aber für mich waren sie das absolut Schönste, was ich jemals gesehen hatte. Wir sind alle einzigartig, Kamala. Du solltest stolz darauf sein, wer du bist. Ich hab dich lieb, Abu. Und ich dich noch mehr. Und ich bin sicher, du wirst das hier gewinnen. Oh, stell dir das mal vor. Und der Preis für die beste Fanfiction geht an die Avengers gegen die fiesen Kanalechsen von Kamala Khan. Und das Publikum rastet aus. So gefällt mir das. Aber du weißt, was zählt. Sieg oder nicht? Oh, ein guter Mensch sein ist wichtig. Oh, Peter, gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Das ist mein Mädchen. Leute, wir nähern uns den Avengers West Coast Headquarters zur Linken und landen in Kürze auf der Chimera. Komm, Abu, schnell! Schon gut, schon gut. Immer mit der Ruhe. Wir mein Abzeichen. Fanfiction-Wettbewerb, ich komme! Wow. Willkommen zum Avengers Day. Alle VIPs und Fanfiction. Sie ist echt knallhart! Ob er in Wirklichkeit auch so groß ist? Wow! Zum Glück bist du nur eine Statue. Immer in Pose. Willkommen zum Avengers Day. Hallo Finalistin, wie heißt du denn? Kamala Khan. Und das ist mein Dad. Yusuf. Die Khans, sehr schön. Du solltest an unserer Comic-Schnitzeljagd teilnehmen. Sammle alle 5, dann darfst du auf den VIP-Balkon. Sobald du alle hast, scanne dein Handy am Aufzug und los geht's. Viel Spaß. Hast du noch nicht genug Comics? Aber der VIP-Balkon, da muss ich hin. Ziemlich cool, aber ich will sie auch in echt sehen. Du musst die Barcodes scannen, um deinen VIP-Pass zu kriegen. Einen Comic an jedem Stand. Ich weiß nicht, wohin ich zuerst soll. Die Spielhalle, Thors Hammer. Oh. Ich gehe jedenfalls zu dem Eisstand. Pfefferminz? Gerne und danke. Bitte besuchen Sie die Infostände für eine Zeit. Captain America und die Avengers? Kampf der Superhelden? Wow! Hulk zerstören! Also dann, es geht los! Ja! Kamala, stark wie Hulk! Okay, ich hab
einen der Comics. Jetzt die anderen. Ich hab bei Hulk zerstören gewonnen. Mit deinen dünnen Armen? Dann sollte ich dich besser nicht ärgern. Wow, Widows Beizielübungen. Ich muss wohl spielen, wenn ich einen der Comics haben will. Triff die roten Ziele, nicht die grünen. 150 Punkte für den Sieg. Kein Problem. Bist du okay? Nein, ich hab diesen Comic schon. Ich brauch noch den mit Captain America für mein Set. Warte mal, tauschen wir, wenn du Doppelte hast? Ja, klar. Cool, bis später. Ich bin Iron Man. Ich bin Iron Man? So cool! Meine Güte, Repulsorhandschuhe! Ich muss einen anprobieren! Oh Mann! Oh, das ist so cool! Welch Abscheulichkeit ist das? Wow! Verzeihung. Du bist sehr klein und kaum zu sehen. Doch du musst vor einem Sohn Odins nicht erzittern. Obgleich ich den Impuls verstehe. Wie heißt du? Kamala Khan. Aha. Und was ist das Ding da an deiner Hand? Oh, das ist ein hochdichter Myonenstrahl. Mark III Repulsorhandschuh. Tony Starks erste Liebe. Bei Odins Bart. Fast so respekteinflößend wie der Mann selbst, hm? Oh, du bist witzig. Ja, das bin ich. Sieh her, eine wahre Waffe, die keiner Verbesserung bedarf. Oh, wow. Wer auch immer diesen Hammer hält und er oder sie seiner würdig ist, wird die Macht Thors besitzen. In der Tat. Der Unterschied zwischen Starks Firlefanz und göttlicher Macht. Ja, schon. Aber irgendwo muss jeder Held doch anfangen, oder? Ja. Ja, natürlich. Du bist sehr weise für deine jungen Jahre. Danke. Du aber auch. Kamala Khan. Ich werde mir deinen Namen merken. Unfassbar! Ich hab den Gott des Donners getroffen! Absoluter Hammer! Comics, Preis, konzentrier dich! Nicht vergessen, die Autogrammstunde der Avengers beginnt um 12.30 Uhr auf der Hauptbühne. Nutzen Sie die Gelegenheit, die mächtigsten Helden der Erde zu treffen. Ich liebe deine Haare. Steve? Sie sind gut so. Kein Friseur. Niemals. Sicher. Ist ein Markenzeichen. Ja. Wow. Man kann von hier bis Marin sehen.
Oh nein, nichts mehr übrig. Der Schild, den Cap im Zweiten Weltkrieg Hitler ins Gesicht geschlagen hat. Ist das cool? Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Zu viele Pseudo-Fans bei dem Wettbewerb. Hey, wie kommt ihr darauf, dass ich kein echter Fan bin? Ich habe genauso das Recht, hier zu sein. Glaubst du echt, die Avengers lesen deine kleine Story? Zisch ab, Kleine. Wenn der Mob und die Presse und die ganze Welt dir sagt, verschwinde, dann schlägst du Wurzeln wie ein Baum neben dem Fluss der Wahrheit und du sagst nein. Ihr verschwindet. Was? Wer hat das gesagt? Echte Fans wüssten das. Ja, von mir aus. Hauen wir ab. Na toll. Keine Comics mehr. Also, wenn du mich fragst, ich fand das gerade ziemlich mutig von dir. Ah, danke. Ich nehme an, du bist ein Captain Marvel-Fan. Sie ist im All, aber hätte dich bestimmt gern kennengelernt. Aber du bist Captain America. Ich bin Kamala. Kamala Khan. Khan. In deiner Geschichte geht's um diese Kanalbiester. Die Kanalechsen, ja. Ja. Die hat Thor richtig gut gefallen. Er hat erzählt, sie hatten in Asgard wirklich mal Kanalechsen. Ihr habt meine Geschichte gelesen? Jede, die eingereicht wurde. Das ist so cool. Hey Cap, wir müssen auf die Bühne. Talton wird langsam nervös. Hast du Thor gesehen? Er müsste doch längst da sein. Ich hab ihn gesehen. Also vorhin, er war drüben am Starkstand. Aber da ist er wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab gesehen, wie er wegging. Wer ist die Kleine? Ned, darf ich dir eine unserer Teilnehmerinnen vorstellen? Das ist Kamala Khan. In puncto fiese Kanalechsen ist sie Expertin. Oh, ja genau. Hey, der Trick, den du mich da abziehen lässt mit dem Gullideckel, der ist ziemlich cool. Oh, ja, aber gegen die Sache mit dir und Madame Hydra war das doch absolut gar nichts. Das war echt Wahnsinn. wir sollten zur Bühne. Na klar. Hat mich gefreut, Kamala. Wir sehen uns, Kleine. Wir sehen uns. Das war Captain America und Black Widow. Ich sterbe. Signierst du mein Abzeichen? Hast du einen Stift? Wieder ein Comic im Sack. Tut mir leid, ich muss die Veranstaltung eröffnen. Aber danach stehe ich für Fotos und so zur Verfügung. Bist du's. Mode der 40er. Etwas albern, aber cool. Du siehst stark aus. Sieht aus, als müsste ich's versuchen, wenn ich den nächsten Comic will. Kann ich's versuchen? Los, probier's. Geschafft! VIP-Balkon, ich komme! Abu lässt mich nie den Pilotenschein machen. Aber es wäre so cool, sowas zu fliegen! Denk nicht mal daran. Aber Dad, Carol Danvers war auch Pilotin. Und wie oft wurde sie abgeschossen? Na schön. So cool. Okay, los. Dad, ich hab gerade Thor getroffen. Ist er in Wirklichkeit auch so groß? Größer. Ich dachte, du holst Eis für uns. Du warst lang weg. Es ist geschmolzen. Du hast es gegessen? Wer trödelt, verliert. Dann nehme ich jemand anderen mit auf den VIP-Balkon. Sehr witzig. Wir treffen uns am Terrigenstand, wenn du fertig bist. Du schuldest mir noch ein Eis, Abu. Chimera.
Das ist ein interessanter Name. Nur 4 Comics später. Es muss hier irgendwo noch einen geben. Du solltest weitersuchen. Diese Wissenschaftler aus dem Fernsehen. Terrigen war für die Menschen. Kein Spielzeug für Milliardäre. Das gilt immer noch. Sie müssen sich bloß auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Arbeit wird die Welt verändern, George. Ich kenne sie und weiß, dass sie den Prunk nicht mögen, aber es wird sich lohnen. Er will Kontrolle und Profit. Das lassen wir nicht zu. Das ist Ihr Moment. Mit Starks Geld und ihrem Verstand werden sie der Held all dieser Menschen sein. Sehen Sie nicht, wie nah wir dran sind? Da steckst du. Bruce. Du warst heute Morgen auf einmal weg? Es gibt immer was zu tun. Ja, ich weiß. Was ist los? Nichts. Naja, bloß eine Kleinigkeit. Wir erhalten ziemlich merkwürdige Werte vom Reaktor. George, womöglich hatten Sie recht. Wir sind vielleicht ein wenig voreilig damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was meinen Sie? Können wir die Berechnung vielleicht doch noch einmal durchgehen? Oh, ja, natürlich. Danke, tut mir wirklich leid. Hey, was machst du hier hinten? Oh, ich hab mich verirrt? Klar, ich bring dich zurück zur Show, okay? Den hab ich schon. Moment. Vielleicht kann ich mit diesem Jungen tauschen. Hey, ich hab den Comic, den du wolltest. Super, tauschen wir. Ich mache gern Geschäfte mit dir. Das war's. Ich hab alle. Jetzt nichts wie rauf zum VIP-Balkon. Sammeln Sie die 5 exklusiven Event-Comics, um Zutritt zu unserem VIP-Balkon zu erhalten. Erstaunlich! Das Ding ist ja riesig! Ob es wohl dieses neue Terrigen-Zeug benutzt? Direktor Fury! Direktor, sind Sie gar nicht besorgt, dass der Reaktor Ihres Helicarriers dieses Terrigen nicht zügeln kann? Wir wissen nichts über... Wir würden es nicht vorstellen, wenn es nicht absolut sicher wäre. Die Chimera sorgt für die Sicherheit und den Schutz der Avengers und von S.H.I.E.L.D., von beiden. Danke. Oh, Wahnsinn, das glaubt Bruno mir nie im Leben. Hey, Kleine, sei vorsichtig. Oh. Okay. Beta. Das ist der Aufzug zu deinem schicken Balkon. Benutz deinen Handyscan. Hast du deine Comics? Sesam, öffne dich, Comic Overlords! Wir wollen heute 2 große Errungenschaften. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Freut mich, Peter. Psst, Cap spricht. Geschrieben haben, die uns beeindruckender machen, als wir sind. Außerdem enthüllen wir eine neue, saubere Energiequelle. Terrigen. Das Zeug soll ziemlich stark sein. Erklären wird das jetzt der Mann, der es entdeckt hat. Dr. George Tarleton. Captain Rogers. Die Chimera wird von einem neuen Mineral betrieben. Terrigen. Vor 3 Jahren fand ich einen seltsamen
Stein, ja, in der Bucht von San Francisco. Nach einigen Tests war klar, dass dieses Mineral... Hallo San Francisco! Statt der netten Leute, des guten Essens und der mangelnden Parkplätze. An der Sache mit den Parkplätzen arbeite ich. Schicke Tasche. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Wir müssen hier verschwinden. Komm! Klingt ziemlich groß für einen Unfall. Unfälle gibt es nicht. Tor. Tony, seht nach. Sofort. Bleib dran, ja? Mach den Quinjet klar. Für alle Fälle. Mach ich. Wartet? Ja, natürlich. Ich wollte dich aufholen lassen. Wow. Langsam wird die Sache richtig interessant. Beeilen wir uns. Na, geht doch. Tor, mach einen Weg auf der Brücke frei. Ei, ei. Los. Hier sind mindestens 30 bewaffnete Männer. Wir brauchen Verstärkung. Seid unwürdig. Tony, Tor, wie ist euer Status? Sterbliche in Gefahr. Und viele kleine wütende Männer mit Gewehren. Ah, ich hab mir einen Bus eingefangen. Vielleicht hätte ich heute Morgen mehr frühstücken sollen. Nehmt die Flanke. Tor, danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Tor. Das wird lustig. Tor, mit wem haben wir es hier zu tun? Die haben sich nicht vorgestellt. Moment mal. Das sind Waffen von S.H.I.E.L.D. Ich funke Commander Hill an. Cap, die haben das nicht ohne Grund heute gemacht. Sehe ich auch so, Bruce. Ich bleibe auf der Chimera, bitte, bis wir wissen, was hier läuft. Bist du verletzt? Nein, ich stecke fest. Zu deinem Glück bin ich mächtig. Danke, Tor. Bring dich in Sicherheit. Bleibt in Deckung. Hilfe ist unterwegs. Eure Ziele, Leute! Tötet den Gott! Ja. Unter 50%! Moment mal, Donnergott! Wer hat gesagt, dass nur du den ganzen Spaß haben darfst? Ich muss zugeben, das war ziemlich beeindruckend. Überrascht dich das? Oh, übermütig. Gefällt mir. Achtung! Schilde. Niedlich. Es ist noch nicht vorbei, Stark. Komm zurück! Gerade wurde bestätigt, dass die Nummernschilder auf der Brücke zu dem heute Morgen gestohlenen S.H.I.E.L.D.-Konvoi passen. Stand das in einem von Furys Berichten, die ich nie lese? Komm schon, Tony. Die sind wichtig. Okay, von mir aus.
Pulsarraketen? Zum Glück hat Fury meine beste Tech an einem Ort gelagert. Diese Raketen verursachen eine Menge Schaden. Ja, ich weiß. Ich habe die verdammten Dinger gebaut. Cap, wir sollten den Terrigen-Kristall sichern, denn wenn er getroffen wird... Schon dabei. Dr. Tarten ist jetzt unterwegs zur Reaktorkammer. Ah! In Deckung bleiben! Alles klar. Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Avengers, der Konvoi transportiert geheime Shield-Prototypen. Fury beschafft die komplette Liste. Hill, wie geht's der Katze? Sagen Sie Fury, dass ich wirklich gern mit meinen eigenen Waffen beschossen werde. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Und Goose geht's gut. Ich wusste nicht, dass Sie den Teil gehört haben. Man sollte meinen, diese Idioten müssten mittlerweile fliehen. Ich glaube, die sind uns einen Schritt voraus. Hier ist noch was anderes im Gang. Also gut. Wer hatte die tolle Idee, Shield Trucks mit Geschützen zu bestücken? Tony. Ach ja, ich. Was ist da unten los, Tony? Ach, gar nichts. Alles super. Ich hoffe nur, die Jungs haben keine... Ich nehm's zurück. Sie haben Pulsarpanzer. Cap, das Schiff ist nicht flugbereit. Wieso bewegt es sich? Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert. Der Autopilot der Chimera hat übernommen. Du brauchst Unterstützung. Wir kommen zurück. Negativ. Sichert die Brücke. Die Waffen dürfen nicht in die Stadt. Verstanden. Du bist dran, Bruce. Ja. Dieser Flugdinger. Nerv ich die Kleinen, was? Bin unterwegs. Ich hatte heute mit viel mehr Fanclubs gerechnet. Und Kuchen. Konzentrier dich, Tony. Avengers, sprecht mit mir. Die Panzer setzen der Brücke ziemlich zu. Sie stürzt noch ein, wenn wir die nicht ausschalten. Beeil dich, Großer. Viel kann sie nicht mehr einstecken. Wo ist der große Grüne? Ich sehe ihn. Hulk, ich setze mit dem Quinjet zur Landung an. Hulk zerstört!
Deine Erfindungen sind gefährlich, Stark. Hey, diese Waffen waren für die guten Jungs. Findest du das etwa komisch? Nicht jetzt. Wir werden gebraucht. Cap, was geht da vor sich? Ich weiß es nicht, Ned. Anscheinend hat der Reaktor eine Fehlfunktion. Ich sehe seltsame Werte. Wir driften zu einem Wärmesignal in der Bucht. Deckung! Ned, er wird die Stadt zerstören. Wiederholen, Cap. Ich kann dich kaum hören. Ned, kannst du mich hören? An alle Einheiten! Die Chimera wird angegriffen! Evakuiert die Zivilisten! Granate! Los, los, los! Steve, kannst du mich hören? Ned! Ned! Thornton, sind Sie da? Die Verbindung bricht ab! Captain, wir haben ein Problem! Ich weiß, Doc. Sie versuchen, die Chimera zu kapern. Nicht das! Solche Messdaten habe ich noch nie gesehen! Ich komme so schnell ich kann! Stabilisiert sich nicht. Die Terrigen-Molekularstruktur zersetzt sich zu einem Gas. Etwas speist Energie von unten in den Reaktor. Das ist außergewöhnlich. Doc, ich melde mich gleich wieder. Das Schiff hält nicht mehr lange durch. Ich versuch's, ich... Thornton! Thornton! Avengers, hört ihr mich? Was ist da draußen los? Hirten im Visier. Den Hirten? Avengers, bitte komm. Der Konvoi transportiert eine tödliche Schalldisruptorbombe. Unsere Feinde wollen sie in der Stadt zünden. Wir stürzen ab. Ich wiederhole, eine Schalldisruptorbombe. Ihr müsst sie sofort sichern. Eine Schallbombe? Soll das ein Witz sein? Die UN hat die vor Jahren verboten. Dann sehen wir uns das doch mal an. Das nenne ich mal einen Auftritt. Taskmaster. Wir brauchen den Zünder. Wenn die Bombe hochgeht, wird alles im Umkreis von 10 Meilen verflüssigt. Also, worauf warten wir noch? Tony, Thor, die Kabel! Ich übernehme den Krieg mit dem Zünder. Romanov! Ach ja, hier ist einer. Heißt, ich tritt dir in den Arsch. Der Fuß der Brücke ist gesichert. Leute, ich habe hier ganz seltsame seismische Werte. Tony, LKW! Verstanden. Hungrig? Ich nehme das hier.
Ich hatte gehofft, dir zu begegnen. Komisch. Ich habe an dich überhaupt nicht gedacht. Komm und hol hier! Kaputt gemacht? Spielt keine Rolle. Ich hab das hier. Verdammt! Gib's mir! Machst du dir wieder Notizen? Ach, komm schon. Je mehr ich kämpfe, desto mehr lernst du, stimmt's? Das nennt sich fotografische Reflexe. Es nennt sich einfallslos. Dein Tanz endet hier. Ist nicht ja frustrierend, immer einen Schritt hinterher zu sein. Du willst die Chimera, oder? Was wirst du damit machen? Sie an den Höchstbietenden verkaufen? Ich will etwas viel Wertvolleres. Und das wäre? Ich will die Überraschung nicht verderben. Versuchst du noch immer, es zu verstehen? Gibst du auf? Keine Chance! Also, wo hat dich deine Ermittlung hingeführt? Du bist nicht der Kopf hinter dieser Sache. Und das hier riecht nach Ablenkung. Schluss mit dem Gerede! Feigling! Was ist denn? Magst du keine Überraschungen? Mach dir nächstes Mal bessere Notizen. Das hast du wohl kommen sehen, was? Glaubst du, du hast gewonnen? Wovon verdammt nochmal redest du? Sieh dich um, Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Was passiert hier? Die Stadt stürzt ein. Verdammt, das war ein Trick. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, los! Peter! Ach, Scheiße!